Heute gegen 17 Uhr wurden wir zu einem B4, einem Brand einer Scheune, inmitten der Ortschaft Sulzthal alarmiert. Diese Scheune stand im Vollbrand. Hierzu wurden die Feuerwehren der VG Euerdorf sowie aus der Stadt Bad Kissingen alarmiert. Weiterhin auch die Einsatzleitung des Landkreises Bad Kissingen aus Oellenbach. Weiterhin auch die Feuerwehr in Oellenbach und im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden auch die Feuerwehr Wasserlosen aus dem Landkreis Schweinfurt nachgefordert, um einfach auf eine Löschwasserversorgung sicherzustellen. Das Feuer war recht schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte haben sehr gut und sehr schnell geordnet gearbeitet. Und weiterhin sind jetzt hier insgesamt ca. 100 Feuerwehrleute im Einsatz, 25 Kräfte vom Rettungsdienst, Regelrettungsdienst, psychosoziale Notfallversorgung. Wir haben Notarzt hier vor Ort. Die Feuerwehrkräfte werden im weiteren Einsatzverlauf ebenfalls durch das BRK verpflegt. Und die Polizei ist mit 2 Personen vor Ort ebenfalls. Das THW ist mit 2 Fachberatern vor Ort, sowie die Kreisbrandinspektion mit mehreren Führungskräften. Das Artenschutzzentrum in Obertulba ist ebenfalls besetzt. Momentan laufen noch Nachlöscharbeiten, die sich auch noch länger hinziehen. Wir arbeiten momentan auch an der Löschwasserrückhaltung, da wir zur besseren Eindringung in die Brandlast Netzmittel einsetzen mussten, welches nicht unbedingt in die Kläranlage laufen soll. Hier sind momentan auch ebenfalls Maßnahmen eingeleitet. So hat der Einsatz momentan 4 Einsatzabschnitte durch die Feuerwehr und weiterhin der Rettungsdienst ist ebenfalls am Arbeiten. Die Scheune stand im Bereich des Dachstuhls bereits im Vollbrand. Die Dachhaut war momentan noch geschlossen. Allerdings, während wir dabei waren, die Löschmaßnahmen einzuleiten, kann man sagen, zündete das Feuer durch und die Dachhaut war offen und so waren auch offene Flammen aus dem Dachstuhl zu sehen. Und deshalb kann man von einem Vollbrand reden. Hier war ganz wichtig, die benachbarten Gebäude zu schützen, da wir Wasser und nochmals Wasser brauchten. Die Kräfte haben hier gut die beiden Nachbargebäude sowie das betroffene Gebäude sehr gut geschützt. Beide Gebäude wurden gehalten und sind weiterhin bewohnbar. Hier eine Riesenleistung zu Beginn des Einsatzes durch die Einsatzkräfte. Es ist natürlich immer eine Gefahr. Hier war auch gewisses Flugfeuer oder eben Partikel, die glühend durch die Luft geflogen sind. Ein Problem, was für die Feuerwehr primär zunächst kein Problem ist. Allerdings die Statik war für uns in diesem Fall kein Problem, da wir recht früh einen Sicherheitsbereich abgesperrt hatten und um unsere Einsatzkräfte einfach zu schützen. Weiterhin hat das THW die Baufälligkeit oder die Festigkeit des Gebäudes beurteilt und es ist keine Gefahr. Also in diesem Fall war sie einfach da und hat zwar auch Sonnensegel in der Nachbarschaft beschädigt durch blühende Teile, allerdings ging alles gut, keine benachbarte Scheune oder irgendwelche Häuser wurden betroffen momentan. Man muss den Einsatz einfach abarbeiten, man muss versuchen, hier im Dorf, man kennt sich gegenseitig, es sind Kameraden, es sind Freunde, die man sieht auf der Einsatzfahrt schon, es ist ein bisschen eine Chaosphase, allerdings muss man da einfach stur gucken, man hat das Ganze auf Führungslehrgängen gelernt. Erkunden, Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen und diese Prioritäten einfach mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat, bekämpfen und durchführen, diese Taktiken, auf die man sich festgelegt hat. Also es ist, man blendet das Ganze aus, man hat keinen Tunnelblick, allerdings hat man, wie gesagt, man hat es mal gelernt, man muss es versuchen, sich runterzufahren, rauszunehmen und einfach abzuarbeiten, wie man das gewohnt ist, wie es bei einer Ölspur ist. Natürlich ist hier der Aufwand bei knapp 100 anfahrenden Kräften doch etwas anders und das Herz schlägt ein paar Schläge mehr. Ja, allerdings war das ein Problem, da der einzige Zugang zum Objekt, das an beiden Seiten dicht geschlossen bebaut ist, nur von der Hauptstraße möglich war. Das heißt, es war eine Verzögerung, bis weitere Kräfte durch Durchbrüche durch die Dorfmauer oder eben um das halbe Dorf fahren mussten, um von der anderen Seite den Brand zu bekämpfen. Aber das hat glücklicherweise hingehauen. Die Kräfte haben sehr schnell gearbeitet und sind die steilen Stellen wirklich sehr gut angegangen.